Deichfixing made by Altmark. Was braucht man, um einen gebrochenen Deich zu flicken? Jene, die meinen, eine Riesenmenge Sand, Schotter oder Beton liegen falsch. Richtig ist Verbundschiffe, eine größere Menge Helikopter und eine nicht unwesentliche Grammatur Sprengpatronen. Das wäre dann Deichfixing made by Altmark. Wer jetzt meint, wir gehen flapsig mit dem Thema um, der irrt. Was sich in den Abendstunden des 15. Juni 2013 an der Deichbruchstelle nahe Fischbeck ereignet hat, verdient schlicht den größten Respekt. Denn die Risiken waren extrem hoch. Kein Wunder, schließlich wurde mit einer großen Menge Sprengstoff an einer ohnehin fragilen Stelle gearbeitet. Umso erfreulicher ist, dass, zumindest nach ersten offiziellen Erkenntnissen, das Deichfixing made by Altmark ein so wörtlich voller Erfolg war. Denn schon unmittelbar nach den beiden Detonationen fließt weniger Wasser von der Elbe ins Hinterland. Irgendwo auch ein schöner, trockener Humor ist dieser Hoffnungsschimmer im Havelland.